herzlich willkommen. Ich hoffe, wir starten immer noch einigermaßen pünktlich. Ich habe selber überhaupt gar keinen Überblick. Aber ich würde gerne Joya Tomé vorstellen, Regisseurin, die schon eigentlich von Kindesbeinen an immer an Filmsets war. Das Stichwort Kindesbeine hat hier, glaube ich. Soll ich mal übernehmen, kurz? Nee. Und die sehr viel eigene Filme gemacht hat, also erstmal Kurzfilme und parallel dazu auch ein Studium der Sozial- und Erziehungswissenschaften absolviert hat und dann mit ihrem ersten Langspielfilm Die Königin von Niendorf, nee, einfach nur Königin von Niendorf, ziemlich Aufsehen erregt hat. Also die meisten werden irgendwann mal von diesem Film gehört haben. Unter anderem hat er auch hier letztes Jahr nochmal einen Preis gewonnen, ne, für die beste Darstellerin. Und für mich, ich habe dieses Projekt auch gecrowdfundet, weil es mich total begeistert hat, weil das eben so ein unabhängiges Projekt war, wo wirklich aus eigener Kraft einfach gemacht wurde. Ihr wolltet nicht lange warten, ihr habt einfach gedreht und eine ganz tolle, bezaubernde Geschichte. Ein Kinderfilm und ich finde, da gibt es auch gerade in diesem Bereich so wenig eigene Stimmen oder Autorenhandschriften, da gibt es ja Autorinnenhandschriften, da gibt es ja sehr viel so, sage ich jetzt mal, schon gebrandete Marken, was auch ganz toll sein kann, wenn es die richtigen Personen dahinter stecken. Und genau, deswegen sitzt Joya mit mir hier. Dann ist es an? Ich höre das immer selber nicht. Ah ja, schon an. Dann würde ich Anna Defaoli gerne vorstellen. Anna ist Filmproduzentin und arbeitet vor allem im Rahmen des Kollektivs Schattenkante, was sie gegründet hat an der Filmhochschule mit anderen Filmemachern und Filmemacherinnen. Und sie hat ganz viele tolle Filme begleitet, produziert und mitentwickelt und auch Drehbuch geschrieben. Und mittlerweile ist sie leitende Dozentin Produktion an der DFFB in Berlin und hat eben dieses Projekt initiiert, wovon wir heute berichten wollen. Genau, Film macht Schule. Kurz zum Hintergrund, also der eine oder die andere wird es mitbekommen haben, dass wir letztes Jahr im April diesen Kongress zur Zukunft des deutschen Films hatten in Frankfurt. Und da war ich unter anderem auch eingeladen und Da wurden ja die Frankfurter Positionen entwickelt, die in aller Munde sind mittlerweile und da steckt sehr viel revolutionäres Potenzial drin für die zum Beispiel Förderstrukturen und so weiter. Hier vorne hat auch die Dame ein Heft in der Hand, das können Sie ja mal kurz hochhalten. Das liegt nämlich auch draußen aus, genau. Abschied von gestern, also wir wollen die Revolution. Und werden verschiedene Themen sozusagen angesprochen, weil die Grundlage dieses Diskurses waren vier Thesen von Edgar Reitz und die vierte davon beschäftigt sich auch mit diesem Bereich der Filmvermittlung. Und da wollte ich mal kurz nur einen Satz daraus zitieren, ist aber ein langer Satz. In Anbetracht dessen, dass die Mehrzahl der Zeitgenossen in Literatur, Lesekultur und Sprache unterrichtet werden, nach Beendigung der Schulzeit aber nicht mehr lesen, sondern tausende von Filmen konsumieren, ist es nicht verantwortbar, die Menschen als audiovisuelle Analphabeten zu entlassen, die über keinerlei Kriterien zur Unterscheidung von Qualität verfügen. Er bietet auch Lösungsansätze an. Eine Idee wäre, die Absolventen der Regieklassen für ein filmpädagogisches Jahr in Schulen und Jugendorganisationen zu schicken, wo sie ihr zukünftiges Publikum kennenlernen. So, also diese Sätze unter anderem hatte ich im Kopf, als ich da aus Frankfurt eben abgereist bin und irgendwann dann hier zum Filmfest München kam. Und im Filmfest München hatte ich das Glück, dass ich für die Produktion des Filmes A Young Man with High Potential, der letztes Jahr hier lief, tatsächlich mit dem Förderpreis Neues Deutsches Kino als beste Produzentin ausgezeichnet wurde. Und vielen Dank. Und da hängen ja 20.000 Euro dran. Und ich dachte nur, Wahnsinn, also davon habe ich schon einen ganzen Spielfilm gemacht. Das könnte ich natürlich auch machen. Also das ist immer so eine Verlockung, aber heutzutage gibt es ja Mindestlohn und so, was auch gut ist, deswegen 20.000 würden nicht mehr ganz reichen. Abgesehen davon hatte ich sofort eine Vision. Also
soll ja vorkommen, ne? Dass man so von der Muse geküsst wird. Und ich hatte einfach diesen Preis noch quasi in der Hand haltend, dieses gesamte Projekt vor Augen. Also genau das wollte ich damit machen, das war irgendwie ganz klar. Ich wollte Begegnungen zwischen Schülerinnen und Schülern und Filmschaffenden initiieren und die Filmschaffenden damit mobilisieren, dass sie ihre Leidenschaft für das Filmemachen weitergeben können. Das war der Kern sozusagen des Projekts. Und tatsächlich hatte ich auch gleich so eine Art Cast und Crew vor Augen, also diese Mannschaft, die da oben zu sehen ist, mit denen ich das machen wollte. Also diese einzelnen Personen wusste ich mehr oder weniger in diesem Moment der Eingabe auch schon, was so ein bisschen daran liegt, dass ich von denen allen ihr Werk kennenlernen durfte. Also ich hatte frisch gerade einen Film gesehen oder irgendetwas, was mich begeistert hat, hatte ein Buch gelesen, hatte die bei einer Podiumsdiskussion erlebt oder so und dachte einfach, ja, also da ist so viel Herz und Kompetenz und Inspiration und Leidenschaft fürs Filmemachen am Werk. Also das sind so Persönlichkeiten, die wären sicherlich toll für so einen Workshop. Und ja, aus Perspektive der Schülerinnen und Schüler ist es, denke ich mal, ganz klar. Also vielleicht hatten einige wenige von uns so ganz vereinzelt mal die Gelegenheit mit vielleicht einer Buchautorin oder so in Kontakt zu kommen. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen ging oder euch, aber bei mir war das so, das waren die Sachen, die bis heute nachhallen. Also das war mal was total rausgestochen ist aus dem normalen Unterrichtskontext und ja, also für die Schülerinnen einfach und Schüler einfach eine ganz andere Welt eröffnet und für mich halt sehr wichtig, Film als Kunstform ihnen näher bringt. Also nicht eingebettet oder angedockt an den normalen Lehrplan, also weil wir uns gerade mit dem Nationalsozialismus beschäftigen, gucken wir jetzt auch einen Film zu dem Thema, sondern von der anderen Seite aufgezogen, da geht es noch nicht mal um den Film. Da fängt es an mit einer sensiblen Wahrnehmung der Welt. Wo kommt die Inspiration her? Was möchte ich vielleicht ausdrücken über die Welt? Welche Haltung habe ich zu bestimmten Themen oder bestimmten Positionen? Ja, also diese künstlerische Art, Dinge, die man erlebt, aufzunehmen, weiter zu verarbeiten und wieder auszudrücken, dafür einfach zu sensibilisieren, dafür erstmal so ein Bewusstsein zu schaffen und natürlich auch gerne, indem man zusammen Filme schaut, darüber spricht und so weiter. In der Hoffnung, dass dadurch die cineastische Kultur hierzulande bereichert wird, dass die einfach nochmal auf andere Art und Weise gedeiht. Und Reitz spricht da auch sehr viel von der Filmgeschichte, also dass man sich wirklich mit den Klassikern und Meisterwerken der Filmgeschichte beschafft. Da bin ich auch total befasst, da bin ich auch total einverstanden. Die andere Seite ist eben so dieses lebendige, frische, was heute passiert, zu nutzen und auch eine Brücke zu bauen oder so einen Link zu kreieren zwischen den Filmschaffenden heute und den nächsten Generationen. Und genau, die Perspektive der Filmemacherin oder der Workshopleiterin würde Joya uns jetzt mal darlegen. Also wie ging es dir mit dieser Anfrage oder mit diesem Projekt? Haben wir eigentlich darüber geredet, dürfen eigentlich Fragen auch irgendwie so zu sprechen? Ja, genau. Die Idee war, dass wir so circa 20 Minuten erstmal losschießen und dann zeigen wir noch ein kleines Video und dann habt ihr auch nochmal 20 Minuten, um zurückzukommen. Okay, das habe ich vorher vergessen zu fragen. Ich wollte genau. Euch nicht das Wort. Ja. Genau, also meine Perspektive. Also ich habe mich total gefreut, dass Anna auf mich zugekommen ist und mir davon erzählt hat und gefragt hat, hast du Lust, da mitzumachen? Und dadurch, dass ich generell einfach ein großes Interesse an der Lebenswelt von jungen Menschen mitbringe, irgendwie, das ist einfach so, dachte ich sofort, ja, das ist super, das finde ich gut. Und auch, weil ich eben schon ab und zu mal so Workshops gemacht habe für Kinder und Jugendliche, die mit Film zu tun hatten, an Schulen oder so, aber auch eher so ein bisschen ich wurde irgendwann mal gefragt, ich habe es gemacht, aber es war dann immer so sehr schwierig, weil dann gab es eine ganz konkrete Vorstellung, meistens auch ein Konzept und irgendwie dann hier die drei iPads und alles. Und ich habe so abgearbeitet. Und
jetzt in dem Fall, was mich daran so gereizt hat, war einfach, wir haben hier ein bestimmtes Budget, nimm das Geld und mach damit, was du willst. Hauptsache, du bringst dabei irgendwie die Leidenschaft für das, was du tust, rüber. Und genau, ermöglicht es jungen Menschen, eine Erfahrung zu machen, die sie irgendwie, ja, die halt prägend ist. Und das fand ich toll und habe dann direkt auch Ideen gehabt, was ich machen könnte. Und diese Freiheit hat, ist komplett aufgegangen, dieses Konzept. Die Freiheit hat dazu geführt, dass wir selber so eine Lust entwickelt hatten, haben und irgendwie ja, Ideen bekommen haben. Und jeder hat was ganz anderes gemacht. Ich habe mich dann dazu entschlossen, das war nämlich bei meinem Kinderfilm, der spielte in Brandenburg, den ich gemacht habe. Und da haben wir auch vor Ort gecastet und es kamen ganz viele Kinder dahin, wollten mitmachen. Und natürlich können nicht alle mitmachen. Und dann fand ich es immer so schade, weil die auch ganz bei diesen zweiten Runden und so haben wir auch viel gesprochen und ganz viele von denen hatten so ein großes Interesse, was das Filmemachen angeht. Und dann dachte ich, ja gut, dann könnte ich ja eigentlich da nochmal anknüpfen und fragen, ja, würdet ihr denn gerne mal einen Tag lang so einen Workshop machen? Und dann hat sich so eine kleine Gruppe gefunden und mein Workshop bestand daraus, dass wir so einen Ausflug zur Berlinale, zu der Kindersektion gemacht haben und dort einen Film gemeinsam geschaut haben, uns ein bisschen vorher damit auseinandergesetzt hatten und dann später nochmal überprüft haben, was war eigentlich das, was wir so von dem Film erwartet haben und, wie geht es uns jetzt damit? Und dann habe ich ihnen die Möglichkeit gegeben, dadurch, dass einfach das Team von diesem Film total offen für das Projekt war, dass sie danach mit den Filmemacherinnen und dem Cast noch darüber sprechen konnten, über den Film und Fragen stellen durften. Eine Stunde lang so ein ganz privates Gespräch quasi zwischen diesen Leuten hinter der Kamera und den Kindern, die den Workshop mitgemacht hatten. Und das war deswegen so, oder ich habe mir das ausgesucht, weil ich einfach selber als 13-Jährige so eine wahnsinnig tolle Erfahrung hatte beim Kinderfilmfest der Berlinale und zum ersten Mal so gemerkt habe, ach krass, so kann Kino auch sein oder solche Filme kann es auch geben irgendwie, weil ich da saß zwischen 1000 Kindern und irgendwie wurde zwischendurch applaudiert, mitgesungen und dann am Ende irgendwie sind alle aufgesprungen und waren begeistert und dann kam tatsächlich das Team und die Darsteller, die man vorher so riesengroß auf der Leinwand gesehen hat und man konnte mit denen reden und das war alles für mich so augenöffnend und auch die Filme teilweise, die ich da gesehen habe, haben mich extrem geprägt und irgendwie wollte ich, und das hat mich, glaube ich, auch beeinflusst in meinem Wunsch, dann Regisseurin zu werden. Und diese Erfahrung wollte ich einfach den anderen Kindern ermöglichen, die vielleicht auch seltener Zugang haben als ich, weil ich ja nun mal auch aus einem Filmhaushalt so komme irgendwie. Genau, und das ist total schön gewesen, ja. Genau, ich würde noch ein paar Punkte aufgreifen, die du gesagt hast. Also 1000 Euro, ne? hatte jede Workshopleiterin zur Verfügung oder jeder Workshopleiter. Und mir war das auch wichtig, dass ich bei dem Projekt nicht auf das Prinzip Selbstausbeutung sozusagen setze, wozu wir ja alle gerne bereit sind, wenn wir unsere Filme uns quasi aus dem eigenen Fleisch schneiden, und sondern dass das eben diesmal eine angemessene finanzielle Ausstattung gibt für das Vorhaben, dass es auch nicht unmäßig viel Zeit frisst, weil ich will ja, dass die auch Filme machen, hauptsächlich. Und nichtsdestotrotz dachte ich, okay, so eine kleine Finanzspritze zwischen Projekten ist sicherlich willkommen und ist auch vonnöten, also wie ich das auch mitbekommen habe in meinem Umfeld, dass doch zum Teil immer wieder Situationen eintreten, wo gerade Leute, die eben aus Überzeugung unglaublich große Werke geschaffen haben, danach aber eine extreme Durststrecke durchwandern müssen und es eben nicht automatisch so einen Anschluss gibt, dass die sicher ihre Miete zahlen können. Und das finde ich schon zum Teil heftig, in was für prekären Umständen junge Filmschaffende leben, ohne jetzt auf bestimmte zeigen zu wollen. Und hingegen ein Prinzip, was ich sehr hochhalte, ist halt das der künstlerischen Freiheit. Deswegen die Vorgabe in den Workshops zu machen, was man will, also quasi kaum Vorgaben zu machen. Wann, wo, wie war komplett frei zu gestalten. Und es hat tatsächlich, würde ich behaupten, exakt den gewünschten Effekt gehabt, dass die Workshops alle extrem unterschiedlich sind, alle extrem von der Handschrift oder von der Persönlichkeit und von dem Gespür
der einzelnen Workshop-Leiterin, des Workshop-Leiters geprägt sind. Und das ist mir halt schon bei den Konzepten so gegangen, dass ich das extrem berührend fand, also wie persönlich die ausgestaltet waren und wie unterschiedlich und mit wie viel Liebe zum Detail sozusagen die von mir angesprochenen Personen da ihre Vorschläge ausgearbeitet hatten. Und das einfach ein, also es war eindeutig, dass sie das zu ihrer Herzenssache gemacht hatten. Und genau, dann haben wir uns auch einmal alle zusammengetroffen und haben auch noch gegenseitig uns Feedback gegeben auf die jeweiligen Ideen und da noch ein bisschen gefeilt und so. Und dadurch wurde das auch eine sehr gemeinsame, also so ein gemeinsamer Gruppendrive ist so entstanden. Genau, und vielleicht schmeißen wir jetzt mal den Film an. Da sieht man so ein bisschen, was da bei rübergekommen ist. Bei Filmmachtschule initiieren wir Begegnungen zwischen jungen Menschen und künstlerischen Persönlichkeiten, die in komplett frei konzipierten Workshops ihre Leidenschaft für das Filmemachen weitertragen. Ich bin im Rahmen von meinem Workshop mit einer Gruppe von Mädchen aus Brandenburg zur Berlinale gefahren und wir haben uns dort einen Film angeschaut. Und es ging mir persönlich darum, das Erlebnis weiterzugeben, was ich damals hatte, als ich so 13 Jahre alt war. Und zwar war ich damals eben auch bei der Berlinale, damals hieß es noch Kinderfilmfest. Mein persönliches Highlight war, glaube ich, das Interview. Die Teilnehmerinnen haben sich nach dem Film zusammengesetzt und haben sich Fragen überlegt, die sie den Filmemacherinnen und den Schauspielern und Schauspielerinnen stellen konnten. Während dem Workshop habe ich gemerkt, wie die Mädchen auch irgendwie so eine Begeisterung entwickelt haben für den Film und für die Art des Filmeschauens zusammen mit ganz vielen anderen Menschen und danach darüber zu reden. Und genau das wollte ich eigentlich erreichen, dass sie dieses Erlebnis haben. Ich habe jetzt 2 Tage hinter mir, jeweils 3 Stunden. Und ich fand eigentlich, dass mein Konzept total gut aufgegangen ist. Da war ich total happy mit. Die waren halt von 14 bis 18. Es waren 2 14-Jährige da und 3 18-Jährige, beziehungsweise am zweiten Tag 4 18-Jährige. Und 3 von den Jungs, die da waren, kamen aus einer Maßnahme und waren schon ganz schön toughe Boys. Und die haben aber trotzdem, und da war ich eigentlich ganz happy mit, wirklich konzentriert dann oft geschrieben. Die 2 Mädchen, die dabei waren, sind richtig eingetaucht. Also die haben echt tolle Sachen geschrieben. Und ach, auch die Jungs waren total witzig. Tolle Sache, runde Sache. 2 Daumen hoch. Ja, ich hoffe, der Funke ist so ein bisschen übergesprungen. Ich glaube aber schon. Ja, es war total nett. Es waren jetzt ungefähr 8 Schülerinnen. Also es war eine reine Mädchentruppe. Und die waren auch echt fit. Haben eine super Szenenanalyse hingelegt, waren interessiert, wollten wirklich wissen, so wie der Alltag einer Drehbuchautorin aussieht. Wir haben auch eine kreative Schreibübung zum Schluss gemacht und da hatten die auch richtig Lust drauf und hätten auch gerne mehr gemacht. Aber so war es ganz toll. Also wir sind jetzt hier im Café in der Spinnerei und ich bin aufgeregt, der Workshop findet gleich statt. Das ist das erste Mal, dass ich teste, wie so 17-, 18-Jährige auf diesen Film reagieren und ob der für die funktioniert. Das finde ich wahnsinnig spannend. Und mich interessiert vor allen Dingen, für welche Themen einem Film die sich interessieren. Ob sie sich mehr für die Ästhetik interessieren oder für die Musik oder für die Geschichte hinter dem Film oder für die Rolle der Regisseurin. Ob die selber auch alle FilmemacherInnen werden wollen. Ja, es war ein sehr toller Workshop. Nicht nur den Schülern hat es große Freude bereitet, sondern mir auch. Besonders beeindruckend war für mich, mit welcher Freude und mit welcher Zugewandtheit die Schüler ihre Interviews durchgeführt haben, aber auch mit welcher Kompetenz. Die wussten schon ganz viel. Es sind sehr viele schöne Situationen zwischen den Schülern entstanden, was die Interaktion anging. Ich denke, ich konnte einiges auch von den Schülern lernen und nicht nur die Schüler von mir. Es war für uns alle eine sehr besondere Erfahrung, die ich glaube, wir alle nicht so schnell vergessen werden. Ich war mit
Grundschulkindern von der Richardschule im Movimento-Kino in Königin von Niendorf. Und mir ging es darum, Nähe zu erzeugen, dass sie ihr Rixdorf ein bisschen in dem Niendorf wiederfinden, dass sie merken, hey, wir haben Kinos in Laufweite von der Schule und dass sie entdecken am Ende als Höhepunkt, dass die Filmschaffenden tatsächlich ihre Nachbarn sind und bei ihnen direkt im Kiez wohnen. Was ich dieses Jahr gesehen habe an Workshops und Reaktionen der Beteiligten, hat mich total umgehauen und berührt. Und ich würde mich total freuen, wenn wir das weitermachen können. So, wem das etwas zu dunkel erschien, der kann es sich im Internet ab sofort nochmal in schöner Ausformung angucken. Ja, wir würden jetzt einfach erstmal, glaube ich, für Fragen öffnen. Das ist ja rübergekommen im Film, dass wir es gerne weitermachen würden. Und das Spektrum ist halt breit zwischen, man kann es genauso einfach in Serie gehen lassen, glaube ich. Man kann aber auch jedwede Variante und Umformung davon denken, bis hin zu diesem Edgar Reitzschen Jahr, was die Filmschaffenden an den Schulen verbringen könnten oder so. Also ich bin dafür alle Spinnereien offen. Genau. Ja, hier der Festivalmacher lacht, weil auch solche Ideen natürlich, also auch an den Festivals könnten die Gewinnerinnen oder auch irgendjemand aus dem Pool der Filmschaffenden, der ausgewählten Filmschaffenden, natürlich auch mit Mitteln ausgestattet werden, um solche Workshops an den Schulen zu machen. Also genau, wir haben da Lust, ein bisschen was zu weiterzuentwickeln und zu bewegen. Gibt es Fragen? Oder Anmerkungen oder irgendwas, wo man vielleicht mal so eine ähnliche Erfahrung gemacht hat? Oder also wir sind dankbar für Hinweise. Alles glasklar? Ja, Michael. Oh Mist, jetzt muss er da hinlaufen. War das denn eine bewusste Entscheidung, dass das alles nur so kleine Gruppen waren? Oder sozusagen gab es auch die Überlegung, wirklich dann in eine ganze Klasse reinzugehen und zu gucken, ob man das irgendwie integrieren kann mit anderen Schulelementen? Ja, also bei mir war es eine ganze Klasse, aber ich war tatsächlich eine der wenigen, die sich selbst eine ganze Klasse zugemutet haben. Aber also sagen wir es umgekehrt, also mir als Initiatorin war es recht. Also mir war alles recht, auch wenn es eine ganz kleine Gruppe war. Also zum Beispiel bei Henrikas Workshop an der Rüthi-Schule, dort gab es eine Mädchen-AG und sie hatte das Thema, auch durch ihren Film Jibril bedingt, Rollenbilder von arabischen Frauen in den Medien oder in Filmen. Und da hat sich das total angeboten, das mit dieser kulturell gemischten, aber rein gendertechnisch weiblichen, bereits existenten und in sich vertrauten Gruppe zu machen. Und ich glaube, das waren nur 4 Mädchen oder so. Ich glaube, das war der kleinste Workshop. Total fein für mich. Also ich, also mir kommt es auf die Qualität an sozusagen und nicht auf die Quantität. Wir durften uns ja auch dann tatsächlich aussuchen, was wir machen wollten. Und es ist natürlich schwer, mit so einer ganzen Klasse sowas zu kreieren, wo dann wirklich so eine Begegnung stattfindet. Also auch möglich, aber einfach wirklich durchaus viel schwieriger, weil man natürlich dann die Klassendynamik vor sich hat. Und die ist nicht einfach weg, nur weil dann eine neue Person reinkommt. Und da bleiben dann auch oft die Strukturen gleich. Die gleichen Leute reden, die gleichen Leute reden nicht und so weiter. Und mir war schon wichtig, da eben die rauszuholen aus diesen gleichen Strukturen und denen die Möglichkeit zu geben, sich auszutauschen mit anderen, die sie vielleicht auch gar nicht kennen. Weil dann hat man natürlich eine neue Chance, sich neu zu begegnen. Ja.
Genau, das war auch ein guter Tipp von Joya, das habe ich ja dann in meinem Workshop auch gemacht, dass ich die ins Kino eingeladen habe. Also, dass man den Film eben nicht, die Schulen sind ja auch medial ausgestattet und so, wir haben es ja hier jetzt auch gerade gesehen, es ist nicht unbedingt dann immer die absolute Top-Projektionsqualität und so, ne? Und es ist einfach ein anderes Erlebnis, wenn man da den Film wirklich im Kino schaut. Und in meinem Workshop, habe ich ja gesagt, ging es halt auch um diesen Näheaspekt. Ich wundere dich auch dafür, dass du es dich getraut hast mit der ganzen Klasse. Also wirklich. Ja, aber es war easy. Also dann an diesem neuen Ort passte das und stimmte das, dass die dass die einfach voll auf diesen Film eingestiegen sind. Und ich glaube auch, ich bin mir sicher, dass wenn die in Zukunft an dem Kino vorbeigehen, dass sie dann schon mal darauf achten, was läuft denn da eigentlich gerade. Und ne, dass das einfach so ein ganz anderes Bewusstsein schafft für Kino als Ort und bestimmte Filme, die nun da gezeigt werden, die man vielleicht nicht im Internet. Und vielleicht noch ein weiterer Aspekt von dem, ja, Klasse oder nicht, ne? In meinem Workshop konnte ich dadurch, dass es dann auch relativ klein war, so eine kleine Gruppe, also 6 Leute, haben wir dann auch danach noch so eine WhatsApp-Gruppe gebildet und mit der ganzen Klasse, da will man nicht drin sein irgendwie, aber mit so 6 Menschen ist es irgendwie völlig okay und zivil. Und wir haben uns jetzt auch nachher noch so ausgetauscht, einfach, also wenn wir über den Film, den wir gesehen haben, was Tolles gefunden haben im Internet, oder die gewinnen witzigerweise jetzt am Laufenden irgendwelche Preise, und wir freuen uns dann immer gemeinsam über die Darstellerin, die was gewonnen hat oder die was Neues macht oder so, und beobachten das irgendwie so. Oder zum Beispiel auch Möglichkeiten, wie sie jetzt weiter, wenn sie Interesse, die haben halt irgendwie Interesse, das Interesse wurde geweckt quasi, und jetzt habe ich denen dann noch mitgeteilt, wo es noch Möglichkeiten gibt, vielleicht ein Praktikum in so einem Bereich zu machen. Und ich ermutige die dann auch irgendwie, sich zu bewerben. Und es ist mehr so eine, hat sich jetzt ein bisschen entwickelt zu so einer Art, ja, da, ich fühle mich so ein bisschen wie eine Mentorin manchmal für die. Und wenn die Fragen haben oder irgendwie Lust, was Neues auszuprobieren in dem Bereich, bin ich für die da und kann denen einfach helfen und ermutigen vor allem. Erstmal schönen Dank. Mich würde mal interessieren, wie die Schulen reagiert haben. Also sprich, Anfrage kommt, habt ihr da Platz gefunden sofort? Also alle Schulen fanden es sensationell und wollten es unbedingt machen. Und dann haben wir erstmal nichts mehr von ihnen gehört. Also nee, das war wirklich, also du sprichst so ein bisschen die empfindliche, oder du legst den Finger auf die empfindliche Stelle, weil, also ich würde mir durchaus wünschen, dass diese Kommunikation mit den Schulen in irgendeiner Weise einfacher sich gestaltet. Also das ist ja auch wieder so eine große Vision, aber wenn es jetzt an den Schulen ein viel größeres Bewusstsein dafür gäbe, dass Film zu unserer Kultur dazugehört, dann gäbe es womöglich sogar Filmunterricht da und so, aber soweit wollen wir ja noch gar nicht zu träumen wagen, aber dass es dort Strukturen gibt, die das ermöglichen, dass solche Projekte relativ leicht etablierbar integrierbar sind. Und daran ist es oft, also nicht, es ist nie daran gescheitert, aber es waren erstmal diverse Hürden zu überwinden. Also ja, wo packen wir das denn überhaupt hin? Und genau dieser Aspekt, ja, wie schaffen wir das denn, das mit dem Lehrplan in irgendeiner Weise zu verlinken, wo ich ja schon aus vorhin beschriebenen Gründen eher von absehen wollte. Da musste man quasi erstmal so ein bisschen ein neues Denken so fördern, promoten, und das hat sich dann auch eingestellt, und meistens ließen sich innerhalb der Lehrerinnenschaft da einzelne Personen finden, die dann auch eine Idee hatten, wie sie es machen wollen. Aber das war auf jeden Fall ein längerer Prozess und auch ein bisschen umständlicher, als ich es mir vorgestellt hatte. Da hatte ich dankenswerterweise auch eine Person, Roxana Richters, die das koordiniert hat, für wirklich engagiert, damit es eben auch nicht noch auf den Schultern der Workshop-Leiterinnen liegt, solche koordinatorischen Aspekte sozusagen, dass die nicht überhand nehmen. Also da könnte es aber auf jeden Fall noch ein bisschen Luft nach oben, wie man da sich vielleicht verbinden könnte. So. Das wäre natürlich toll, wenn die das alle schon mal gehört haben oder wenn die gar sich bei uns melden und sagen, hey, wir wollen sowas machen. Das würde sicherlich ganz schnell in Schwung kommen, wenn wir da mit ein bisschen PR-Kraft das Projekt promoten könnten. Ja. Erstmal vielen Dank für die tolle Initiative, ganz großartig. Ich habe vor kurzem auf einer anderen Veranstaltung mitbekommen, dass wir ja aufgrund des föderalen Schulsystems
sehr unterschiedliche Ansätze in den einzelnen Bundesländern haben. Und ich habe erfahren, dass zum Beispiel in Hamburg und in Bremen Film neben Musik und Kunst im richtigen Lehrplan untergebracht ist. Soviel ich weiß, in Bayern nicht. Wo seht ihr da Ansätze und würdet ihr sowas begrüßen? Wie glaubt ihr, wie man sowas unter Umständen für die Leute annehmbar gestalten könnte? Habt ihr da Erfahrungen dazu? Also es ist eine super komplizierte Frage, weil ich habe auch schon zwei ältere Kinder, die Schulkinder sind. Und deswegen, es touchiert sozusagen einen Riesenkomplex, inwiefern die Schulbildung, wie sie momentan organisiert ist, sinnvoll ist. Weil wenn ich jetzt sage, ich hätte gern Film als Fach neben Musik und so weiter, dann muss ich leider mich kritisch dazu äußern, wie dass es überhaupt alles so organisiert ist, weil ich nicht hundertprozentig davon überzeugt bin, dass dieses sehr durchreglementierte 45 Minuten am Montag, Vormittag, und das Schlimmste, was passieren kann, ist, man interessiert sich wirklich mal für die Materie, weil dann hat man es nämlich erst eine Woche später, Montag um 11.30 Uhr wieder und muss dazwischen in lauter Häppchen von 45 Minuten wieder komplett neue Inhalte aufnehmen. Und ich meine, das sehen wir an uns selber. Das ist für die, also das ist gar nicht eine Art, wie man sich etwas wirklich tief nähert oder sich auf was einlässt. Ne? Also wenn man sich vorstellt, dass man alle 45 Minuten hier wieder ein neues Thema anstupst und die Konzentration jeweils wieder komplett neu dafür aufbringen muss und so, das finde ich an sich suboptimal, sage ich mal so vorsichtig ausgedrückt. Also ich würde mir da eine ganz große Reform wünschen, aber dass Film an den Schulen einen festen Platz hat, auf jeden Fall. Also meines Wissens nach ist auch zum Beispiel in Hamburg, das sind oft so Filmklassen. Also das ist oft auch eher Prinzip freiwillig, Wählbarkeit, das fände ich auch grundsätzlich gut in der Schule. Also wenn man mehr mitgestalten könnte, das sich mehr nach eigenem Interesse auch bilden dürfte sozusagen. Und wenn da Film ein Angebot wäre, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass das auch extrem gute Akzeptanz finden würde. Und da bin ich vielleicht wirklich absolut traumtänzerisch unterwegs. Aber ich glaube halt, Film ist wirklich so ein mächtiges Werkzeug eigentlich, also für unsere, innerhalb der Gesellschaft auch Menschen zusammenzubringen oder auch verschiedene Perspektiven sprechen zu lassen oder zu eröffnen, dass ich, also wir waren sogar mal bei einer Politikerin vorsprechen und da habe ich auch gesagt, wenn Sie irgendein Problem haben an irgendeiner Stelle, denken Sie doch mal nur eine Sekunde daran, was könnte eine wirklich lebendige Filmkultur für Sie leisten, also für Ihre Vermittlungsversuche und so. Also wenn da einfach bestimmte Themen in Filmen, ich mag das Wort Thema eigentlich gar nicht, aber wenn bestimmte Haltung oder bestimmte Position oder bestimmte Sicht auf die Welt so subtil und so fein, wie das der Film eben ermöglicht und auch so crazy und so auf den Kopf gestellt, wenn wir damit auf regelmäßiger Basis konfrontiert werden und darüber automatisch ins Gespräch gehen würden, weil uns das eben umtreibt oder umgestürzt hat oder so in unseren bisherigen Weltauffassungen, dann glaube ich, wäre super viel gewonnen, also sowohl für politische Themen als auch für uns als Gesellschaft, als auch eben für die Kunst. Oder genau. Ja, vielleicht so ganz, ganz kurz einen Vorschlag. Zum Beispiel, ich komme ja tatsächlich, also ich war auf einer Waldorfschule und da gibt es immer diesen einen Vorteil, den es da gibt, meiner Meinung nach. Ich will ja gar nicht jetzt ein großes Plädoyer für halten, aber dieser Epochenunterricht, dass man 3 Wochen am Stück jeden Morgen 2 Stunden zumindest ein Thema behandelt. Und da hat man dann quasi dieses Projektbezogene, man kann sich 3 Wochen lang am Stück mit etwas beschäftigen. Und da wäre jetzt, das finde ich tatsächlich sehr, sehr, sehr sinnvoll an dieser Schulform. Und da könnte man wunderbar nämlich eine Filmepoche einrichten. Und man könnte es vor allem damit verbinden, dass man tatsächlich Filmschaffende mit reinholt, weil projektbezogen kann man als Filmschaffende natürlich viel besser planen. Man kann nicht jeden Montag irgendwo erscheinen, das ist einfach nicht möglich. Aber man kann mal sagen, man hätte in diesem Zeitraum Zeit, etwas zu begleiten oder auch mal ein Projekt innerhalb dessen zu machen. Und es ist ja auch so, dass natürlich man zwischen Projekten auch oft den Freiraum hat und das dann auch begrüßt wird wahrscheinlich. Also das wäre jetzt ein ganz konkreter Vorschlag von mir. Ja. Ich kann nicht, wenn ich ganz laut rede, verstehen, was ich kriege, weil wir es übertragen. Oh, ich habe es. Ja, es
ist immer so ein bisschen gemein, ne? Das ist. Erstmal danke für die Projektvorstellung. Finde ich spannend und ganz toll, dass ihr das macht und sehr, sehr wertvoll. Meine Frage war, ihr seid jetzt finanziert gewesen für diese Anzahl der Workshops. Wie geht das weiter? Schafft ihr das, das in eine nachhaltige Finanzierung zu überführen und dass es weitergeht? Und wenn ja, wie? Weil das finde ich toll. Ja, das ist unser großes Ziel eigentlich für dieses Festival. Also ich würde am liebsten, dass unsere Presseagentur, die ich auch von dem Preisgeld engagiert hatte, also das war sozusagen alles im Paket mit drin, dass die vermelden kann, dass wir dafür eine Lösung gefunden haben. Also deswegen unbedingt weitertragen. Ich kann es mir halt aus sehr, sehr verschiedener Richtung vorstellen, den Support. Also eine Freundin, die arbeitet zum Beispiel tatsächlich beim Berliner Senat und macht Projekte für Vermittlung von Jugendlichen in Arbeit und so, ne? Also die fand das extrem spannend. Dann kenne ich eben einen Festivalverbund, die gesagt haben, ja, das ist für sie interessant. Die wollen, also Festivals werden ja auch immer sozusagen, stellen sich immer breiter auf und finden sowas auch spannend. Dann könnte man natürlich auch über konventionelle Filmförderung, also da gibt es ja auch zumindest Ansatzpunkte, kleine Anknüpfungspunkte, wo man sagen könnte, okay, mit etwas gutem Willen könnte man da auch Gelder für frei machen. Man könnte es schaffen durch eine Vernetzung, also dass man einfach auch Ressourcen von Filmhochschulen und so mit einbindet, dass die zum Beispiel dieses Reizsche Prinzip von wir schicken unsere Filmschaffenden an die Schulen und würden das auch mit so einer Art Stipendium sozusagen ausloben, ne? Also man könnte es einfach den Gesamtbetrag von 20.000 sehr stark partitionieren, dass es für jeden dann nur noch ein kleiner Happen ist sozusagen. Oder man findet eben diese eine Firma, die sagt, okay, 20.000 ist es mir jetzt einfach mal wert. Ich kann das sogar als Spende absetzen, erstens mit den Talents ein Projekt zu starten, was nicht sofort ein Film sein muss, sondern wo man sich einfach erstmal kennenlernt. Und auch mit meinem Publikum von morgen, wiederum im reizenden Sinne, was ich eingangs gesagt habe, in Kontakt zu treten. Also die jungen Menschen kennenzulernen, die auch hoffentlich unsere Filme dann gucken wollen. genau, also da kann ich mir quasi alles vorstellen und ich schieße auch erstmal mit der Schrotflinte so ein bisschen in alle Richtungen, in der Hoffnung, dass da Treffer dabei sind. So. Genau, und würde auch alle dazu animieren, dass die das mitmachen. Ich muss vielleicht ganz kurz noch was, weil ich war in deinem Vortrag irgendwann mal, du machst ja auch was mit Filmvermittlung und ich finde es so toll, was du da gemacht hast und wie du es dargestellt hast, also wirklich irre. Und das ist nämlich auch ein Punkt, weil wenn dieses Wissen weitergegeben werden würde an wirklich alle, die in der Schule irgendwann mal mit Film unterrichten müssen, das wäre einfach so ein, wirklich, das wäre Gold wert, weil das hat natürlich auch damit zu tun, geht es auch um die persönliche Beziehung, aber es geht auch darum, eine bestimmte Technik eben zu erlernen, wie man sich Filme anschauen kann, sodass es einen Aha-Moment gibt. Und da, finde ich, bist du total die Expertin drin. Und ich würde mir wünschen, dass du ganz viele Leute damit unterrichtest, wie man das weitergeben Macht kann. Macht sie meines Wissens nach auch. Okay. Aber auch das, also es könnte halt immer noch, also man, ja, es ist momentan immer sehr stark, man muss sehr stark Eigeninitiativ, man muss die Wege finden. Und es ist nicht so, dass es dafür wirklich, dass es so ein gedachtes Modell dafür gibt oder so. Und da arbeiten wir dran, ne, dass sich das stärker verselbstständigt oder eine Selbstverständlichkeit kriegt. Genau. Ansonsten, ja. Also ganz großes Kompliment. Ich finde es auch großartig, was ihr startet und jetzt auch schon auf die Beine gestellt habt. Ich wollte ganz gerne wissen, ihr seid ja örtlich sozusagen nicht eingeschränkt, oder? Weil die Beiträge haben ja gezeigt, verschiedene Orte, verschiedene Städte und so weiter. Also man könnte das auch in München machen, man könnte es und so weiter. Also das, da seid ihr sozusagen frei, ihr habt auch die Kontakte, beziehungsweise würdet ihr das dann eher so machen, Filmschaffende aus der Region zu nehmen für euer Projekt? Oder ist sozusagen euer Team, sind die Workshop-Leiter, die dann wohin reisen? Genau, also ich
ich würde jetzt erstmal sagen, dass wenn ich jetzt dasselbe nochmal machen könnte, also einfach Edition 2 von genau dem, dann würde ich jetzt auch nicht mit denselben Leuten, auch wenn die Deuer und Co. es gerne würden, also die könnten es dann auch nochmal machen. Aber ich privat mit meinen Mädels einfach zu Berlin nach. Genau. Nee, also dann würde ich schon erstmal jetzt so eine gewisse, also ich würde jetzt nicht sagen, das sind die einzigen, die jemals Workshops geben dürfen oder so, dass man schon auch so ein gewisses rotierendes Prinzip da so reinbringt. Aber grundsätzlich ist es natürlich wünschenswert, dass alle, die was machen wollen, auch was machen können. Ne? Also man müsste dann halt, das könnte man auch sich vorstellen, dass man so eine Art Patenschaftsprinzip findet. Also dass halt einfach der jeweilige Sponsor, das ist wieder das, wo ich meinte, man könnte das auch stark partitionieren, dass er einfach sagt, okay, ich schicke die Person XY an die Schule und ich statte die aus mit diesen Mitteln. Also an sich ist es überhaupt nicht lokal gebunden. Also meine Kontakte sind jetzt, denen merkt man einen gewissen Schwerpunkt für Berlin, Brandenburg an, aber wir hatten auch Workshops in Leipzig, in Hamburg, in Uganda und in Erfurt steht noch einer aus. Also das und ich würde super gerne auch mehr nach Süddeutschland, zumal das ja auch hier sozusagen alles begonnen hat. Also ist alles eine Frage der Möglichkeiten sozusagen. Aber fände ich toll. Also am liebsten ganz Deutschland soll davon profitieren. Ja. Wie kam die Berlin zustande? Ja, du musst an die Dings, aber. Wie kam Uganda zustande? Ja, Uganda ist sehr eng auch mit dem Workshopleiter Alexander Janetzko verbunden, der dort seit vielen, vielen Jahren, also mittlerweile sind es glaube ich über 10, regelmäßig hinreist und hauptsächlich als Fotograf unterwegs ist. Also er hat diverse Fotoausstellungen, hat nun aber auch seinen ersten Dokumentarfilm Königsland über eine Protagonistin, die aus der Region da um Midiana, also ursprünglich Kampala und dann Midiana stammt. Und der hatte einfach eine sehr, sehr gute Vernetzung. Und da ich ja komplett frei war, konnte ich ja dann nicht sagen, nee, Uganda ist nicht mehr auf meiner Landkarte, sondern im Gegenteil. Also der hat es dann in Uganda durchgeführt. Genau, also das ist alles möglich. Also das kann sicherlich nicht schaden. Genau. Gut, dann vielen Dank fürs Interesse. Also es bitte weitersagen und auch, ich bin da nicht scheu, sozusagen auch das konkret zu machen, dass wir dafür Mittel und Ressourcen brauchen, ne, um das weitertragen zu können. Das habe ich ja anfangs gesagt. Also wir müssen da auf jeden Fall aufpassen, weil es eben so eine schöne Sache ist, habe ich wirklich auch super viele Angebote von Leuten, die sagen, ich mache das ehrenamtlich und so. Das können die auf jeden Fall auch machen, die sich's leisten können. Aber ich will nicht, dass Leute, dass das so das Prinzip ist, dass man das alles immer nur aus Goodwill und das soll auch schon ein bisschen, also so eine Förderung oder es soll ein gewisses solidarisches Prinzip geben, auch Arbeit, in Arbeit sozusagen. Das ist eine Arbeit auch, ne, die man da auch entsprechend honorieren sollte. Genau, dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke, dass Sie da waren.